Ich habe ganz viel Space für mich. Oh. 50 Mal das Video ist die Wand klingt. Aber immer noch nicht. Ja, immer noch nicht. Crazy, ich habe noch nie. Ja, das war schön. So. Ist das überhaupt noch so? Lit? Vorsicht. Es wird lustig. Ich film schon so, weißt du? Die ersten 20 Minuten drehen sich nur darum, dass wir versuchen, dass diese Wand hier steht. Und die restlichen 5 Minuten wird das Video. Ich habe voll, sieht voll komisch aus, weil ich sehe deinen Kopf. Ich sehe deine Augen. Ich sehe meinen halben Mund. Und ich sehe so. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich freue mich heute, dass du wieder eingeschaltet hast und mit bei diesem Video mit dabei bist. Und heute sitze ich nicht allein vor der Kamera, sondern habe einen neuen Gast neben mir. Hi, ich bin Luis. Genau, ich weiß, er kann sich selber vorstellen. Das hat er schon gelernt im Kindergarten. Doch, das war witzig. Ja. Und woher kennen wir uns? Wir kennen uns vom Fitnessstudio. Also wer uns auf Instagram verfolgt, ich werde hier auch die Instagram-Namen nennen, der kann da gerne mal vorbeischauen. Da war er schon mal in einigen meiner Stories mal so komische Boomerangs, die wir da fabriziert haben dabei, ne? Und wir dachten uns heute, wir drehen mal ein cooles Video zusammen oder wir drehen ein paar mehr Videos, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ist das erste und wir haben gerade schon eine halbe Stunde gebraucht, dass diese Wand hier zwischen uns beiden steht. Das ist jetzt auch egal, weil sonst wird das Video zu lange. Ich habe euch bestimmt ein paar Outtakes davor eingeblendet oder nach eingeblendet. Willst du erklären, was wir drehen? Oder weißt du? Ist selbstverständlich. Ja. Also wir haben jeweils einen Gegenstand. Wir haben uns 5 verschiedene Gegenstände ausgesucht. Die versuchen wir zu erklären. Und also wir versuchen sie hier zu erklären. Entweder wir lügen oder wir sagen die Wahrheit. Ja, das wollte ich doch nur sagen. Ja, das kam aber gerade anders rüber. Jetzt mal abstimmen, wer denkt, wer wird gewinnen. Ich oder er? Oder wird es unentschieden sein? Könnt ihr mal hier abstimmen oder in die Kommentare schreiben. Wollen wir anfangen? Team Maurice. Team, ja. Xing, Shang, Shong. Ja, easy. Okay. Ja. Das heißt, warte. Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Also ich darf aussuchen, wer anfängt. Achso, du gehst aussuchen, okay. Oder so. Das hört man ja schon. Willst du dir noch kurz in die Kamera zeigen, dann guck ich kurz weg. Ich glaube, das sieht man schon. Okay. Also, ich habe jetzt hier einfach so ein Blatt Papier. Mhm. Das hat 4 Seiten. Ja. 4 Ecken. Hä? 4 Kanten. Hä? Ein Blatt Papier. Also so ein Blatt Papier. Also so ein Druckerblatt Papier. Ein Blatt Papier? Ja, das hat aber nicht 4 Seiten. Das hat doch nur vorne und hinten. Oder hast du das geknickt? Egal, erklär es mal weiter. Dann fange ich an zu diskutieren. Es ist gelb. Ja. Und es steht nichts drauf. Okay. Aber das war alles? Ja. Das Blatt Papier hat nicht 4 Seiten. Also wie hat ein Blatt Papier 4 Seiten? Es hat nicht ein Blatt Papier 4 Ecken? Ja, 4 Ecken, das hast du gesagt. Du hast gesagt. Und dann so die Seite so. Die Kanten. Kanten? Ja, nimm mal einmal zu dran. Ja, keine Ahnung. Ich war immer da eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber, ja. Ja, also Seiten ist bei mir so. Das ist die Fläche, Hase. Ja, dann die Fläche. Einfach nur ein scheiß Blatt Papier, was gelb ist. Genau. Hast du es angemalt? Nein. Also. Wie groß ist das? DIN A4? Nein. DIN A5? Nein. Welche Größe? Weiß ich doch nicht. Dann lügst du. Es ist relativ klein. Du lügst. Meinst du, ich lüge? Ja. Okay. Das war... Absolut getriggert, ne? Einer Gegenstand ist kaputt gegangen. Ich fang an mit meinem ersten Gegenstand, guck kurz weg. Da. Habe ich vor mir ein Badelatsche liegen? Eine Badelatsche? Genau. Okay. Und um diese Badelatsche habe ich ein Scrunchie. Also kennst du das, ein Scrunchie? Nein. Das ist so ein Zopfgummi. Okay. Trage ich auch manchmal ganz oft um mein Handgelenk. Einfach nur so als Ding. Welche Farbe? Das ist Weinrot. Habe ich um diese Badelatsche gemacht. Und von oben nach unten oder von links nach rechts?
Wie ich das draufgezogen habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich glaube, ich habe es von unten nach oben gezogen. Du lügst. Sicher? Ja. Ja. Ich habe zwar hier ein Kreischen liegen, aber da sind... Ich wollte doch noch sagen, dass daran 5 Klammern sind. Mann, ich bin soweit. Nicht gucken, ja? Ich guck nicht. Ich guck den Boden an. Gut, ich habe hier ein 5,56 mm Geschoss. Eine Patrone von einer G36C. Was ist das? Ja, sie ist so relativ goldfarben. Also ist das jetzt eine Munition von einer Waffe? Ja. Und wo hast du die? Ist es echt oder ist es von so einer Spielzeugwaffe? Ist schon echt. Ist schon echt, okay. Ja. Ist aber eine Platzpatrone. Aha. Weil man schießt ja auf Übung mit Platzpatronen erstmal. Aha. Gibt es noch irgendwelche Informationen, die auf der Patrone stehen? Dann muss ich mal kurz nachgucken. Da stehen Buchstaben und Zahlen drauf. Kannst du die vorlesen? Ja. Ergibt die Reihenfolge der Buchstaben Sinn? Ich glaube nicht. Wie viele Patronen hast du in deiner Hand? Eine. Eine? Hast du nicht irgendwas von der Platzpatrone und einer anderen gesagt? Nein. Ja, von einer Platzpatrone gesprochen. Du lügst, oder? Du lügst? Ich lüge? Ja. Nein, du lügst nicht. Du bringst eine Tüte, die so kraschelt hier. Ich guck weg, ne? Also. Vor mir... Ich fange jetzt an, ne? Mhm. Also, vor mir liegt ein Ei. Was für ein Ei? Ja, so ein Ei. Was du? So ein Frühstücksei. Auf jeden Fall liegt das vor mir. Und das Ei befindet sich in einer Socke. In einer Socke? Ja, das habe ich da irgendwie so rein befestigt. So ein auf Ostern, ja? Ja, geht so. Auf jeden Fall noch zum Ei. Darauf ist ein Gesicht. Hast du gerade das Ei aus der Socke rausgeholt? Nee, das habe ich nicht rausgeholt. Ich habe mein Handy hier an mir. Ja, woher weißt du dann, dass auf dem Ei ein Gesicht ist? Ja, weil das Ei oben rausguckt. Okay. Und auf dem Ei ist ein Gesicht drauf. Also das habe ich drauf gemalt mit Edding. Und auf dem Ei klebt ein Bonbon. Wieso klebt da ein Bonbon? Wer macht auf ein Ei ein Bonbon? Ja, damit es eine schöne Frise hat. Weißt du, was ich meine? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ihr sagt absolut die Wahrheit. Ich bin noch nicht fertig. Ist das so eine Socke? Das ist rot. Das ist eine Weihnachtssocke. Und da ist der Grinch drauf. Der Grinch? Hast du den Film überhaupt schon mal geguckt? Ja. Ist gut, ne? Mhm, ist richtig gut. Und genau, sonst gibt es da nicht mehr viel zu sagen. Das Ei guckt aus der Socke raus. Das war's. Wie ist es eigentlich so für dich, dass ich jetzt 4-0 führe? Nee, du hast ja gar nicht gesagt, was deine Antwort ist. Ja, dass du die Wahrheit sagst. Oh Mann, ich war mir so sicher, dass du sagst, ich lüge, weil das sieht absolut gestört aus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das feiere ich voll. Dann mach du mal deine nächste Runde. Runde, okay. Mal gucken, was ich hier so aus meinem Kästchen raushole. Mhm. Das müsstest du eigentlich kennen. Okay. Also die anderen Gegenstände davor kannte ich auch, aber es hat sich so unrealistisch angehört. Hm. Ich habe jetzt hier so einen Magneten. Mhm. Da steht Kaution drauf. Kaution. Kaution. Ja. Die Kaution nur mit C. Ja, Kaution, ja. So. Mhm. Dann wieder so ein Blatt Papier. Mhm. Ne? Mhm. Blatt Papier, welche Farbe? Weiß mit okay. Was drauf. Ja, irgendwie groß? Klein. Klein, okay. Da steht Maurice drauf. Mhm. Azubi. Okay. Schriftlich Trainer. Aha. Und wo ich arbeite. Und es ist ein kleines Blatt, da steht einfach nur Kaution drauf, dein Name und wo du arbeitest. Auf dem Magneten steht Kaution drauf, habe ich doch gesagt. Achso, du hast einen Magneten noch dabei. Ja, natürlich. Ich habe verstanden, du hast ein Blatt Papier. Ja, danach. Du lügst. Oh Gott.
Du lügst. Ja. Lüge ich? Ja. Maurice, hier ist ein Bad Nido, steht Kaution draus. Ach, das ist... Ah, ich habe das ganz anders verstanden. Okay. Ich habe verstanden, du hast ein Magnet und einen Zettel und da steht Kaution drauf oder so. Also ich habe meinen nächsten Gegenstand. Ich werde ihn jetzt beschreiben. Für euch hier einmal hier zum Gucken. Und zwar habe ich vor mir eine Tube liegen. Und darum habe ich, weil ich so viel Freude hatte, Washi-Tape gewickelt. Was hast du darum gewickelt? Also dekoratives Klebeband. Und darauf, oder beziehungsweise darauf, habe ich ein pinkes Herz draufgelegt. Also draufgelegt. Und durch das pinke Herz habe ich eine, wie heißt das? Reißzwecke genommen und das... Die Reißzwecke durch dieses pinke Herz gestochen. Ich bin voll raus. Ich kann mir das mal nicht vorstellen. Was ist das für eine Tube? Ja, so eine Tube halt. So. Vielleicht so. So 15 cm lang. Was war das vorher für eine Tube? Bepanthen. Bist du dir jetzt sicher? Ja, ganz sicher. Und woher weißt du das? Weil du noch ein bisschen durch sind? Ja. Du sagst die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Hast du gewonnen? Ja. 6-0. Ich ja schon Hochhaus verloren habe, ich kein einziges Mal geschafft habe, ihn anzulügen oder dass er mir glaubt, dass ich die Wahrheit sage oder was auch immer. Und ich hatte jetzt zwar noch zwei coole Gegenstände und er hatte noch, wie viele Gegenstände hast du? Ich glaube, du hast noch einen, oder? Zwei. Also, da hat es auch noch zwei Gegenstände. Aber dadurch, dass ich ja schon Hochhaus verloren habe, können wir das ja jetzt belassen, weil ich kann ja definitiv nicht mehr gewinnen und nicht mehr aufholen. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust auf einen Teil 2 habt, mit ihm da, dass ich ihn abziehe, dann gebt einen Daumen nach oben. Oder wenn ihr andere coole Videowünsche habt, die wir mal zusammen drehen können, dann lasst auf jeden Fall Vorschläge in den Kommentaren da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Video. Und tschüss!